Okay, Schreier. Na, was soll's? Okay, ist ein Scheiß. Kein Schrott, den wir mitnehmen können. Da ist auch nichts. Na, verdammt. Wir brauchen Schrott. Okay, und da wäre das mit O'Brien direkt. Dann machen wir das direkt. Mal schauen, was wir für ihn tun sollen. Das wird schön, die Vorbereitung hier. So, wenn er schon mal hier ist. Aber vorher noch ein bisschen Schrott. Das wäre nett. Halt's Maul. So, halt's Maul. Okay, nicht mehr herausfordern hier. Ist ungesund. Na schön, wir bekommen keinen Schrott. Hier ist kein einziger Schrott. Kein einziger. Tja, müssen wir halt so durch. Mal schauen, was wir da tun müssen. Ah, okay, müssen warten, bis Tag ist. Ist eine Tagmission. Was sollen wir für ihn So, töten? what do you want from me, O'Brien? I'm glad she's alive, your wife. Okay, what do you want? I told you the infected, the freaks are mutating, some faster than others. We placed a tracking bracelet on one of them, so that we could track it and stop it periodically and draw blood samples and check the progress of the virus. Okay, so why do you need me? It's wandered into militia territory. All right. We can't get close to it. Yeah, no fly zone, outposts with RPGs. Exactly. What's this? Once you've tracked it down, I'm gonna need you to do something for me. This pack holds everything you need to do a field biopsy. We need blood and tissue samples. Can you handle that? Yeah, I can figure it out. By the way, nice uniform, Corporal. Suits you. Suck it. Na, war ja klar. Ich freue mich schon drauf, das abzulegen. Da freue ich mich schon drauf. What else can you tell me about this freak you're tracking? We don't have all the answers. All we know is that the infected are mutating. We're talking about leaping past millions of years of evolution. We think they're communicating with each other the way ants and bees and other... You know, to me, sounds like a whole lot of mumbo jumbo. Believe what you want. Once you see our test subject, you'll change your mind. O'Brien out. Oh, okay, ich weiß schon. Jetzt kommt bestimmt der Sprinter. Bestimmt der. Oh, das wird geil. Auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich sowas von gespannt, wie der ist. Den will ich sehen. Bestimmt verfolgen sie so einen. Und der ist dann hier die ultimative Zombieart. 100%ig geil. Jetzt kommt der. Nach so langer Zeit. Schon so lange her wurde er gespoilert vom Spiel und jetzt taucht er auf. So kurz vorm Ende. Ah, da bin ich gespannt. So. Tja, aber hier ist leider kein Schrottauto. Ist echt schade. Da bin ich echt gespannt. Das will ich sofort sehen, der Sprinter. Mal schauen, wie schnell er ist. So. Wie schnell er töten kann. Ah, ein bisschen Schrott, geil. Kann ich gebrauchen, aber bitte kein Schalldämpfer. Wehe, du kommst mit deinem Schalldämpfer. Gut. Hast du Glück gehabt. Hätte den sonst in die Luft gejagt. Sprengbolzen, okay. Vergifteter Bolzen. Können wir herstellen, okay, nice. Tja, hab ein neues Zeug für die Armbrust, aber... Ah, ist irgendwie... Keine Waffe, die ich verwenden will. So, bin kein Fan davon. Nicht in diesem Spiel. So, wir bekommen wieder Schrott. Schön. Ein schrottiger Tag ist da. Erwartet uns. Hat uns erwartet. Und uns beschenkt. Richtig nice. So, wir brauchen noch mehr. Und da vorne ist es schon.
Okay, noch mehr. So, das brauchen wir dringend. Mal schauen, was das hier für ein Typ ist. Drei Schrott. So wenig, ernsthaft. Ist ja ein Witz. So, wir brauchen Munition. Da müssen wir bestimmt eine Menge ballern. Wenn wir gegen den kämpfen. Das wird episch. Ein epischer Kampf. Okay. Wir sind bereit, würde ich sagen. Ziemlich bereit. Da können wir nichts tun. Da vorne ist noch ein Polizeiauto. Gut. Perfekt. Komm mal schön ran. So. So viel Zeit muss sein. Immer schön vorbereiten. Nirgends reinstürzen. So. 4 Schrott, okay. Dann repariere ich dich mal. Und heilen kann ich auch direkt. Warum nicht? So, und Munition nicht vergessen. Okay. Aber wo kommt dann auch diese Verletzung hier? An seinem Arm. Was ist das denn? Und da drin ist noch Loot. Da will ich rein. Ho! So, eine Tür auftreten macht immer Spaß. Ist meine Lieblingsbeschäftigung hier. Mache ich auch immer sonst so. Jede Tür wird so aufgemacht, egal wo. Okay. Ah, und auch die Blicke danach. Ist auch immer wieder interessant. Well, Brian, I'm at the cave and I'm heading in. You guys gonna be ready? Yes, we're standing by. Oh, Jesus. What's wrong? Freaker shit. Freaker shit everywhere. Hey, O'Brien, you got any idea what took out your men? Am I walking into a horde here? No idea. We never heard back from them. Remember, if you find them, we got people here who'd be grateful. Grateful? Grateful, yeah, that changes everything. Yeah, I got it. Good. I'll take care of it. Out. Ich glaube kaum, dass sie noch leben. Aber Hauptsache, wir finden sie. O'Brien, how many men are in here? How many did you lose? 4. 4 men. A researcher and 3 soldiers. Jesus, O'Brien, what am I doing in here? The researcher, Coop, is a personal friend of mine. You do this and I'll do whatever I can to help you get your wife, O'Brien, out. Und wenn er tot ist, O'Brien, was dann? I'm tracking down your pet freak. Give me some more mumbo jumbo. Tell me about the virus. I mean, something that I don't know. For those exposed, the virus infection rate is close to 100%. In the first weeks, almost everyone under the age of 12 was killed. Something to do with how puberty, or the lack of it, affected the body's immune response. Everyone over the age of 60 mostly were also killed. Their bodies just couldn't handle the rapid genetic mutations on a cellular level. Everyone else who is exposed becomes transformed as the genes mutate. The thing is, the virus is mutating at an exponential rate. I know you keep saying that. What does that mean? It means that the infected subject, the freaker you're tracking down, isn't like any you've seen before. We've tracked and identified over 12 mutations. 12? Yeah, and that's just the beginning. You wouldn't believe some of the shit we've seen. Yeah, well, I probably would. Say John out. Okay, interessant. Ja, der Sprinter. Auf den bin ich gespannt. 12 Stück gibt es hier. Von denen bis jetzt. Das wird auch interessant. Na, ich glaube kaum, dass sie noch am Leben sind. Flair. Shit, ja. Und er ist bestimmt tot. Hey, you, up there, can you hear me? O'Brien, I see one of your men. So? Is he alive? I don't know. He's not answering, and he's on a ledge above me. I'll see if I can get up to him. Hier da oben? Retrieve his ID badge. Da oben hast du wen gesehen? I'll get right on that. St. John out. Okay, der Dicken sieht alles. Und was ist das? Space suit.
Can't be too hard to find them if they're in here. Okay, hier können wir das tun. Okay. Hier können wir also hindurch und hier auch. Ja, da kommt doch bestimmt gleich was. Da müssen wir uns hier dann so durchgehen. Durchkämpfen und so. Wo genau komme ich jetzt hier hin? Irgendwie bin ich hier fast richtig. Bin fast da. Da oben müssen wir hin, okay. Da hat irgendwen gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber da ist auch noch eine Fackel. Keine Ahnung. Ich bin ratlos. Da unten. Okay, dann mach du mal. Hier unten. Ah, natürlich hier bei dem Freakorn, ist klar. Irgendwo hier, irgendwie. Aber vor allem die Taschenlampe bringt hier ja nicht so viel. Ich sehe hier auch kaum was. Oder jetzt bin ich hier wieder. Oder bin ich woanders? Nee, Moment. Die Schritte gehen hier hin. Bin hier wieder zurückgelatscht. Na, ganz toll. Okay, folgen wir den Spuren. Dann finden wir es hoffentlich. Do not enter. Aber... was ist hier? So viele verschiedene Wege. Na toll. So viele Wege. Ich gehe einfach mal irgendwo hin. Da ist einer. Ja, hat's nicht geschafft. ID says his name was Robinson. Okay. Thanks. I'll let his family know. So, you guys have, families. Managed to get them all out while shit was going down? I'm not gonna apologize for being luckier than most. Yes, some of us got our families out. Not many, but some. That's so great. Oh, Brian, good for you. Yeah, we didn't ask for this. Na komm, Deacon. Ja, niemand hat das gewollt. Ja, der Deacon kann manchmal echt ätzend sein. Wie so eine Zicke. Okay, müssen hier die Leute finden oder was müssen wir hier tun? Die Leute aufspüren. Ja, keine Ahnung. Tja, keine Ahnung. Geht das Benzin und so? Oh, Brian. I found your last man. ID reads Cooper. Copy that. Oh, no! Jesus. Hold up, he's still alive. Hold on. Hey, Cooper. Hey. Right here. We're gonna get you out of here, right, pal? Cooper, come in! Sorry, shoot. Where's South? Come on. Oh, Jesus. What's going on, Deacon? Cooper! His legs are broken. Hold on, stay with him. I'm sending in another team. No. My shit's compromised. I'm not gonna make it. Hey. Let me talk to Jen. Get Jen in here, now! Cooper, what the hell did this to you? What happened? It was so fast. Didn't see it coming. Are you telling me that a freak did all of this? Reacher. Reacher. Oh, yeah. Cooper, are you there? Jen? I'm here. I can hear you. I can't believe it. I thought I'd never hear your voice. Oh, listen to me. We're gonna get you out of here. Do you hear me? Go. Jen. Wo ist der Sprinter? Wo ist er?
Na komm, zeig dich. So what the hell am I dealing with here, O'Brien? Talk. Ho ho ho. Ein alter Sprinter. Ein alter Freaker, okay. Long arms, claws. So, brennt schön. Mhm. Wir schaffen den. So, nimm das. Okay, das ist ein Mega-Alarm. Der war ja mega lahm. Oh, holy shit, war der lahm. Und auf den war ich so gehypt. I got your samples. Hey John, get out of there. What? Get out of there now. There's a horde coming. Oh ne, ich weiß auch den Weg nicht. Wo soll ich hier hin? Shit, they're getting close. Ich weiß auch den Weg nicht. Shit. Ich hab doch keinen Plan, wohin. Wo bin ich hier? Wo geht's hier raus? Ich geh einfach mal hier hin. Kein Plan, wo ich hier hin muss. Ich hab doch den Weg nicht gemerkt. Okay, aber der Sprinter war mega lahm. Na, oh, natürlich wissen die, wo ich bin. Ja, dann komm mal ran. Komm mal schön ran. Wir machen euch platt. Okay, aber stimmt, kommen die unendlich. Ich sehe schon kommen, okay. Irgendwie müssen wir hier raus. Aber ich habe keinen Plan, wohin. Ich renne einfach den Fackeln hinterher. Den Fackeln hinterher. Shit, da ist so viel Loot. Ach du Scheiße. Nein, ich wollte unbedingt looten. Ich wollte looten. Geht aus dem Weg hier. Autsch. Na warte, das kriegt ihr zurück. Mich anzugreifen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt bei euch. Was soll die Scheiße denn? Und schon wieder ist der Scheiß im Weg. Lass mich da runter, verdammt. So ein Kack. Müssen irgendwo hin. Komm, schlag zu. Und ich höre noch mehr. Na, warte, du Bitch. So, nimm das. Halt's Maul. So. Wo geht's hier raus? Ach, war ein bisschen verarschen. Ich soll die bekämpfen oder was soll ich ja tun? Was willst du? Was soll ich ja tun? Okay, keine Ahnung, wir müssen da irgendwie zurück. Wir dürfen wohl nicht rausgehen, wie es aussieht. So, halt's Maul. Schlag zu. So. Schöner Fern-Nahkampfangriff. Und irgendwie so funktioniert das. Ja, natürlich, wir verlassen, ist klar. Wir dürfen hier nicht hin. Müssen irgendwie ja was anderes tun, aber keine Ahnung was. Autsch. Okay, keine Ahnung, was dieser Scheiß-Typ hier will. Was soll ich hier tun? Wo soll ich hin? Soll ich die ernsthaft bekämpfen oder was willst du hier? Willst du mich verarschen? Was soll ich hier tun? Vernichte die Horde. Anstatt abzuhauen. Okay, ich soll die Horde vernichten. Ja, warum nicht? Sag das doch gleich.
So. Aber ist klar, bei der Mine, da sollen wir abhauen. Da mit den Plünderern oder was auch immer da war. Da sollen wir abhauen. Da spawnen die Horde unendlich. Aber hier sollen wir die jetzt vernichten. Und nicht abhauen. Schnauze halten, Schnauze halten. Ja, mehr Bounty. Schöne Bounty-Riegel, diese Munition, dankeschön. So, nimm das mit. Und ist die Horde vernichtet? Ist es vorbei? So. Wir sollen also die Horde vernichten, hä? Das willst du hier tun? Ja, dann machen wir das. Zufrieden? Alles klar. Na, ist ein logisches Spiel. Manchmal muss man das tun und manchmal das. Und das andere ist dann verboten zu tun. Okay, aber der Kampf war epischer als der Sprinter. Jesus, O'Brien. You made it out. Yeah, I made it out, no thanks to you. Transmitting coordinates. O'Brien out. Tja, aber wir haben seinen Job gemacht. Ich hoffe, er hilft uns jetzt. Okay, na, das war ja was. Und der Sprinter ist jetzt auch mit von der Partie. Der läuft jetzt da draußen rum. Naja. Na, warum nicht? Vielleicht wird er doch noch episch, wer weiß. Brian. Four men died from this shit. Hope it was worth it. Jesus, listen to you. Those are my men. I don't need you or anyone else telling me. Fly around in your helo well above the shit and you crawl back into what? Cozy underground bunker, whatever the fuck. You have no idea what it's like out here. What it takes to survive. Oh, you know those men, Cooper? The others, they had no idea what they were walking into, but you did. Didn't you? Huh? Didn't you? Radio me when you and your old lady are ready to be lifted out. Maybe this time you'll get on the chopper with her. Tja. Okay, aber das war jetzt irgendwie unnötig, Deacon. Was kümmert es ihn? Okay. Am Anfang verstehe ich Deacon nicht, wie er reagiert. Das passt dann irgendwie nicht zu ihm. So, vergifteter Bolzen, geil. Haben wir freigeschaltet. Ah, mit den Typen treffen und da ist noch was zum kaputt machen. Kaputt machen! Corporal, I'm afraid not. When I went to retrieve him, he was dead. What? Dead? Poison. He killed himself. We're not sure how. Well, I'm sorry, sir. Don't be. Whatever knowledge he had about us, died with him. Okay. Sir, St. John out. Na, wer hat das denn gemacht? Renegade Patrol. God damn it. So. Oh shit, okay, weg hier. Vor dem ist er geflohen. Okay.